Ja. Vergebung liegt nicht in unserer Natur. Jene, die nach Erlösung streben, haben einen langen und verschlungenen Weg vor sich. Ein Weg, der uns nach unten in äußerste Vertiefungen unserer Seele führt und uns auffordert, über die gebrochenen Aspekte unserer selbst nachzudenken. Ah. Ja, ein bisschen Philosophie. Hm. Du bist leicht müde, was macht das für... Minus 5 auf alle Verteidigungen und weniger Aus- und 10% weniger Ausdauer. Und Genauigkeit ist verringert. Gut. Schließen wir mal auf. Wenn da jetzt noch eine Treppe nach unten ist. Oh, du kannst übrigens wieder zu deiner Akebuse zurückwechseln. So. Das erste. Oh, es gibt wirklich noch eine Treppe weiter nach unten, hä? Oder ist da unten nur noch ein Raum? Ich hoffe mal, dass da unten nur noch ein Raum ist und nicht noch ein weiteres Gebiet. Okay, das Phantom greift uns schon mal noch nicht an. Das ist interessant. Okay. Du auf den Schatten. Du machst einen Stopp. Ihr kümmert euch kurz um den Schleim, der da Stress macht. Und jetzt alle auf den Schatten. Bevor der auf die Idee kommt, sich zu klonen. So. Phantom ist auch weg. Gut. Und den Schlamm noch weghauen. Sehr schön. Schlammessenz, die kann man immer gebrauchen. Das ruhige schwarze Wasser spiegelt die wie schwarzes Glas. Ah ja. Hier geht's wieder nach oben. Und hier? Das hier klingt... Ist da eine Zelle? Als du am Himmel ziehst, hörst du ein kreischendes, metallisches und ein schnappendes Geräusch. Ich weiß nicht, ob ich erst da reingehen will. Oder ob ich erst hier hochgucken will. Ich glaube fast, ich will erst da reingucken. Weil da oben sieht es mir nach einem großen Raum aus. Und das bedeutet, es könnten viele Gegner darin sein. Was ist das? Ach du liebe Zeit. Ja, hier liegt viel Zeug rum. Oh. Ein Geheimnisfach. Gold. Türkise. Chaosfuß. Lässt einen schnellen Wusch. Achso. Ja, was für dich? Trank des Geisterschildes. Schadensreduktion, Konzentration. Das ist auch was für Magier. Du hast nämlich noch gar kein Zeug hier drin. So. Hm. I've got it. Finished. Gauns Anteil. Oh, ein Brecheisen ist auf jeden Fall mal nice. Auch wenn wir schon eins haben. Und ein Streitkolben.
Dieser Ständer wackelt an seiner Basis. Der Mechanismus ist anscheinend defekt. Sure. Ach du große Güte. Das Mauerwerk ist bei den Türangeln leicht verkratzt. Ein Teil des Blattkolbes auf diesen Reliquien ist abgeplatzt und gibt den Blick auf das darunterliegende Holz frei. Auf einer dieser Schalen gibt es Zahnabdrücke. Ach, ich kann mir gut vorstellen, was hier passiert ist, und das ist grausam. Adra. Die Leute sind hier reingeflüchtet vor den Soldaten oder wer auch immer sie niedermachen wollte. Und der Mechanismus, der sie beschützt hat, dieser hier, ist kaputt gegangen. Die waren hier eingesperrt, sind verhungert und verrückt geworden. Aber das wird uns der Geist wahrscheinlich gleich erzählen, oder? Verirrter Geist, als du dich näherst, erhebt sich Licht von den Knochen. Bevor deine Welt umkippst, kannst du einen Moment lang das kaum wahrnehmbare Bild einer stehenden Gestalt sehen, deren Züge aus verschwommenem Nebel oder Rauch bestehen. Es ist, als seist du zur Seite und damit in ein neues Leben getreten. Einem verwobenen Kreis aus Fackelfeuer folgend, rennst du eine Freitreppe hinunter, wobei dir dein eigener keuchender Atem in den Ohren dröhnt. Panik und deine Robe behindern deine Schritte. Du kommst fast in Straucheln, als jemand eine Hand ausstreckt, dich am Arm packt und wieder ins Gleichgewicht bringt. Dein Akolyt-Kollege lächelt dir aufmunternd zu, als du den Fuß des Tempels erreichst. Du rennst an dem flachen Reflexionsbecken vorbei, das den niedrigsten Punkt des Tempels bildet, und folgst den dunklen Gestalten der älteren Priester, während sie zum schmalen Saal vorgehen, der in die Gruft führt. Dabei eilst du mit schnellen Schritten an einem der Fackelträger vorbei. Das raue Licht der Flammen enthüllt ein vertrautes Gesicht. Einen Moment lang überspannt dein Bewusstsein Zeit und Identität, und du glaubst, dass Wirtan hier am Fuß des Tempels bei dir ist. In der Erinnerung schaut er dich einen Moment lang an, bevor er an dir vorbei etwas anderes ansieht. Also Wirtan war der Mann oben, der uns gebeten hat, im Tempel nach Überresten zu suchen. Sobald sie gegangen sind, komme ich zurück, sagt er zu dir. Als du von der Menge weitergedrückt wirst, werden seine Worte leiser. Bleib nur still, wir können keinerlei Risiken eingehen. In der Gruft leuchten goldene Reliquien wie willkommen heißende Sterne. Die Erinnerung verzerrt sich und reißt dich wie eine geworfene Puppe aus einem Moment heraus und stürzt sich in einen anderen. Jetzt bist du nur noch von Dunkelheit umgeben. Bevor sich das Wissen über dich legt wie ein Schleier, glaubst du, geblendet worden zu sein. Doch sind in Wahrheit nur sämtliche Kerzen ausgebrannt. Du weißt jetzt mit unwohler Gewissheit, dass niemand kommen wird. Irgendwo zu deiner Linken gibt es ein knackendes Geräusch, ein nassendes, schlurfendes Glucksen und ein zerrissenes Seufzen. Du kannst nichts sehen und daher kannst du auch nichts erkennen. Welcher Bruder oder welche Schwester gefallen ist und was da nach dem Wasser gräbt, das im Körper zu finden ist. Zu deiner Rechten hörst du ein schwaches Murmeln im vertrauten Rhythmus eines Gebetes. Die Worte aber kannst du nicht mehr verstehen. Du bist zu erschöpft, um Schaden anzurichten. Der Durst brennt in dir wie ein Feuer, deine Zunge ist dick angeschwollen und jeder Atemzug kostet dich Kraft. Am Ende jeder Finsternis gibt es einen Lichtschein, sagten sie. Diese Finsternis aber ist endlos. Nachdem dich der Geist freigibt, kommst du wieder zu dir, wenn auch völlig verstört. Du kannst langsam wieder klar sehen und die Gruft um dich herum erscheint abermals. Das dürftige Licht der Seele, die immer noch wie ein verblassender Nebel im Raum treibt, hüllt sie in matte Farbtöne. Der Geist sendet Angst in Wellen aus, die an deinen eigenen Gefühlen reißen. Also, wir können sagen, es tut mir leid, ich hoffe, dass du im nächsten Leben etwas Frieden findest. Das klingt sehr Paladin-mäßig eigentlich. Wir können nichts sagen, was nicht angebracht ist. Vor was muss ich denn noch fürchten? Du bist doch schon tot. Naja, das wäre... könnte zu Hagrim passen. Dieser lügende Bastard, ich werde Sorge tragen, dass er hierfür bezahlt. Das klingt schon eher nach Hagrim. Weg von mir, ich habe genug von dir. Nein, so einer ist Hagrim nicht.
Dieser lügende Bastard, ich werde Sorgen tragen, dass er hierfür zahlt. Bevor sie nach unten schwebt, um sich neben den Überresten niederzulassen, spürst du von der Seele eine peitschende Spirale aus Wut und Angst. Sie bewegt sich nicht mehr auf dich zu. Egal wie oft ich ins Leere glotzen sehe, es büßt nichts an Seltsamkeit ein. Ich sammle die Überreste ein, die haben es nämlich verdient, begraben zu werden. Du verbringst ein paar Momente damit, so viel Priesterknochen wie möglich aufzusammeln. Die stellt sich als schwere und grauenhafte Aufgabe raus, aber es gelingt dir, alle zu bergen. Ja, mögen wir sie zum Frieden bitten. So, sonst war hier drin nichts. Wir haben die Überreste, glaube ich, als Questgegenstand. Dies ist eine grässliche Ansammlung der verwitterten Knochen und Schädel der eotosianischen Priester, die einst im Tempel bei Goldtal verschwanden. Ja, sie wurden hier unten eingesperrt, oder sie sind hier unter geflüchtet, um zu überleben. Und dieser Mistkerl, der uns in den Tempel geschickt hat, hat sie hier einfach sterben lassen. So. Nice and quiet. Ich gehe mal ein Stück vor. Ach du meine Güte. Nochmal Skuldurs. Naja, mit Skuldurs dürfte ich eigentlich keine so großen Probleme mehr haben. Vor allem, wir haben noch ziemlich viel Magie übrig. Oh, das sind aber viele Skuldurs. König? Zwei Könige. Hi. Okay. Yes. Gegen die muss ich definitiv was tun. Der singt noch für uns. Du stoppst mal alle kurzzeitig. Und ich glaube, du mischst mal dem Nahkampf mit. Und versuchst mal alles auszuschalten, was geht. So, wo ist der Skuldur-König? Du hast drei. Nee, ich mach keine Skelette. Ich werf mal alle um. How may I help? Das ist übrigens eine gute Idee. Wo ist mein abstoßendes Siegel? Not to alarm you, but I'm slowly dying of poison. Oh, du bist vergiftet. Das ist nicht so toll. Ich glaube, wir machen erstmal Kleidvieh weg ein bisschen. Oh. Du machst mal eine Heilung hier rein. Oh, du bist ganz schön angeschlagen. Wir haben noch einen Skuldur-König. Wir haben noch beide Skuldur-Könige. Oh, du bist jetzt umgefallen, aber du müsstest gleich nochmal aufstehen. Poisoned, just like an adherent to go down first. Oh. Können wir nicht den Skuldur-König endlich mal erwischen? Boy needs to get his head out of books and into the front. Na, da müssen wir etwas taktischer rangehen. Vor allem schneller den Skuldur-König weghauen. Okay. Sure. Also sie umzuwerfen ist schon mal eine gute Idee. Following your lead. Du kannst schon mal mit deinem Panzerbrecher hier anrücken. Brave, so. Du machst erstmal Schutz.